Franz Meerstorf, Günther Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Was meint ihr? Ob die auf mich wartet? Gibt doch mir erst gar keine Mühe, Kleiner. Die Frau hat Geschmack. Klar, deshalb schaust du mich ja auch die ganze Zeit an. Gib kaum her. Über Geschmack lässt sich streiten, ja? Das ist ganz klar. Ja. Na los, versuch's. Soll ich? Ja. Gemacht. Hallo Pierre, na? Zu Hause alles da war? Ça va très bien. Maria erwartet ein Kind, Madeleine tröstet sich mit meinem Bruder und Michu hat Verständnis wie immer. Du bist mal der richtige Belgier, du. So was nennen wir zu Hause polnische Wirtschaft. Hallo Paul, schlaffer Tiroler. Servus Franz. Wir haben dich auf der letzten Tour vermisst, wo hast du gesteckt? Oh. Aber er wollte seinen Gasfuß schonen, Stein auf Gaspedal. Landjäger haben ihn obst genommen, weil er ist ja frei. Hallo, was ist? Wollen die nicht oder können die nicht? Ja, weißt du, Österreich, Franz. Da musst du schon Geduld haben. Na, dann gute Nacht, Marie. Ich wollte einmal bei Tageslicht in Genua sein. Du meinst bei der Marie? Ach, ich dachte, sie heißt Therese. Verzeihung, hat einer von Ihnen Feuer? Aber selbstverständlich. Moment, du verbrennst dir nur die Finger. Lass mich mal. Sind Sie gegen Feuer versichert? Wieso? Ja, sonst würde ich lieber noch mal üben. Die erste Lektion, wie man einer Dame Feuer gibt. Da wäre noch eine Lektion. Wodurch eine Dame erst zur Dame wird. Lassen's denn. Der fährt eh schon 2 Tage in die Wüste. Ich möchte auf Ihr Angebot zurückkommen. Was? Das war doch ein Angebot, oder? Ich meine, das mit der zweiten Lektion. Auf der Fahrt könnten wir üben. Entschuldigung, ich verstehe kein Wort. Sie fahren doch nach Tunesien, oder? Stimmt. Genau. Da können Sie mich doch ein Stück mitnehmen. Stimmt nicht. Ich nehme keine Anhalter mit. Ich habe nämlich keinen Pass. Machen Sie so ein Gesicht. Das steht Ihnen nicht. Das kommt nicht in Frage. Ich habe die Zöllner genau beobachtet. Die schauen in die Schlafkoje nie rein. Bestimmt, ja, ja. Das kann ich Ihnen versprechen. Kommt aber nicht in Frage. Ja, das habe ich gehört. Also? Das kommt nicht in Frage. Ich muss rüber. Na, komm Mädchen, steck dein Geld wieder ein. Und spar dir den Hundeblick. So schön kannst du gar nicht sein, dass ich mich deinetwegen in Schwierigkeiten bringe, verstehst du? Franz, geht weiter. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Also, Sie gehen ja ganz schön ran. Genau. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino.
una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi. Hier ist Radio Schwanthaler Höhe, Formel 1, bitte kommen. Hier ist Formel 1, was gibt's, Franz? Ich höre. Hast du die Frau da gesehen? Was hast du gesagt? Sprich mal lauter. Die Frau auf dem Männerklo, das war vielleicht eine Nummer, du. Kannst du nicht lauter? Ob du die Frau da gesehen hast? Jetzt geht's. Ja, die habe ich gesehen. Was war denn mit der? Ob du es glaubst oder nicht, die wollte schwarz über die Grenze. Nein. Und, warum hast du nicht mitgenommen? Bin ich verrückt? Na, hat sie dir nicht gefallen? Sag mal, spinnst du? Oh, ich an deiner Stelle. Du an meiner Stelle was? Hey, du bist ja auf einmal so schweigsam. Was, wieso? Was ist los mit dir? Träumst du? Kann schon sein, dass ich träume. Nee, ich glaub doch nicht. Spar dir deine Träume auf, bis wir in Genua sind, Roger? Roger, bis Genua. Le briciole nel letto, soli, ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Genua. Das Meer. Und jetzt mindestens ein Liter Rotwein, ein paar Scampis. Ja. Was ist denn los? Das ist doch bloß Franz, mein Kumpel, da kann so ruhig rauskommen. Den mag ich nicht. Aber warum? Sie kennen ihn doch gar nicht. Trotzdem, wenn Sie mich verraten, dann. Was dann? Dann sind Sie mich los. Schlimme Aussichten. Also, wo gehen wir hin? Zum Giovanni oder zur Roten Theresa? Du, weder noch. Ich hau mich gleich hin. Was ist los? Bist du krank? Nee, nur müde. Oh, komm. Ich will doch kein Frosch. Trinken hier ein Viertelchen Rotwein, machen ein Spielchen. Ist doch nicht wahr. Sag, dass das nicht wahr ist. Ist ja gut. Was denn? Du hast die wirklich schwarz über die Grenze gebracht? So wenig Verstand in so einem kleinen Schädel? Komm, reg dich ab, Franz. Und was wäre gewesen, wenn sie dich erwischt hätten? Das wäre auch mal meine Sache. Und meine Sache wäre es gewesen, dich wieder aus dem Knast rauszuholen. Klar, wie immer. Das können Sie sich ruhig anhören, meine Dame. Ihre Sache ist es nämlich am allermeisten. Komm, lass die Finger von der. Die soll sich einen anderen suchen, den sie aufs Kreuz legen kann. Hat sie dir überhaupt erzählt, warum sie keinen Pass hat? Wahrscheinlich hat sie ihren Mann gebracht. Dass sie erneut um die Ecken braucht hat. Was, ihren Mann? Ja. Aber nie, eine so schöne Frau. Gerade, die sind die Schlimmsten. Naja, also ich hätte ihr geholfen. No. Ihr könnt dann wirklich auf den Wecker gehen. Wir können! È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno.
mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Hast du gehört? Die Bar ist geöffnet. Komm, wir gehen erst einen trinken. Ja? Ich komm gleich nach. Schlüssel für die Tür hier. Im Klee. Ich habe meine Armbanduhr im Auto liegen lassen. Wie heißt das auf Französisch? Armbanduhr. Ah, Montre. Oui, oui. Ah, merci. Merci. Comment? Monsieur! Monsieur! Hallo! Ich hatte sie doch hierher gelegt. Hallo, da sind Sie ja. Guten Tag. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nicht aufregen. Außerdem hört Sie hier unten kein Mensch. Doch, Sie hören mich und ich will Ihnen mal was sagen. Sie gehen jetzt hier raus und zwar sofort. Hey, suchen Sie die. Jetzt reicht's mir aber. Heißt übrigens Carla. Sehr angenehm. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Wenn Sie an der Grenze erwischt worden wären, was meinen Sie wohl, was meinem Freund da passiert wäre? Ja, das war unvorsichtig. Der lügt aber auch schlecht. Das ist doch der Grund, warum ich das Pferd gewechselt habe. Weil ich sicher bin, dass Sie schweigen können. Schweigen? Ich? Warum? Wenn Sie mir nicht helfen, dann ist es aus. Vorbei. Da können Sie aber auch gleich den Kapitän holen. Sagen Sie mal, warum machen Sie das alles hier? Wollen Sie, dass ich lüge? Ja, haben Sie denn was ausgefressen? Noch nicht. Aber man kann nie wissen. Ist die Polizei hinter Ihnen hier? Man muss doch nicht gleich kriminell sein, nur weil man keinen Pass hat. Also, abgemacht? Ich darf die Nacht in Ihrem Wagen schlafen. Morgen früh bin ich weg. Und Sie haben mich nie gesehen. Danke. Halt. Ich könnte Sie auch hochschmuggeln. Hier unten in der Luft, das hält doch kein Mensch aus. Bleib lieber hier. Und was ist mit dem Essen? Nö. Was ist mit dem Essen? Mögen Sie Käse? Ja. Ha? Thank you.
Portier hat einkauft für sein Harem. Ja, zeig mal her. Für A, in Bizerte. Für B, in Tabarka. Für C, in Le Keuf. Und für D, in Camargue. Voilà. Die sehen doch alle gleich aus. Ja, die Berberkotze schauen auch alle gleich aus. Was, Berber? Ah, no, no, no. A hat schöne Haare. B hat schöne Haut. C hat schöne Hände. Und D hat eine schöne Hinter. Oh. Viel scheint ihm seine Berberkätzchen ja nicht wert zu sein. Ach, hier. Merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Franz, du kriegst nichts mehr. Seeluft macht hungrig. Hm? Ja, das stimmt. Oh, Moment. Du, übernimm die Kost. Ja. Nimm's nicht so schwer, sie liebt dich auch so. Komm, wir gehen mal in die Bar. Gucken uns die nochmal an. Franz, kommst du noch, gell? Hey, Monsieur? Ah, den Schlüssel habe ich gerade nicht bei mir, den habe ich in meinem Zimmer. In meiner Kabine. Moment, ich hole ihn mal eben. La montre, je la veux pour moi. Ja, die habe ich in meinem Auto wiedergefunden. Ja, ist nicht gerade ein gutes Stück, nicht gerade ein Erbstück von meiner Mutter, aber man kann die Zeit ablesen. Ne? Hey, hey, was ist denn los? Das ist meine Uhr. Was denn, für einmal Schlüssel ausleihen, willst du gleich eine ganze Armbanduhr kassieren? Du tickst wohl nicht richtig. Schweiß. Halt mal meinen Käse. Das ist eine alte, kaputte Uhr. Ich kann doch bei Gelegenheit mal eine richtig gute mitbringen für dich. Ach, gut, hier. Wenn ich dich im Dunkeln erwische, zieh ich dir die Ohren lang, du. Aha! Sowas. Carla? Entschuldige. Was ist denn jetzt los? Wen willst du denn hin? Ich will ein bisschen hochfrische Luft schnappen. Sag mal, weißt du, wie spät es ist? Ja, es wird auch morgen früh zugehen, ne? Hast du irgendwas? Ja, ich habe ausgeschlafen. Franz? Ja. Falls dir schlecht sein sollte, nicht gegen den Wind. Quatschkopf. Carla? Carla! Was schreien Sie denn so? Was ist denn los? Mir ist schlecht. Ja, ist ja kein Wunder bei dem Gestank und bei dem Lärm.
Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, Sie sollen lieber mit nach oben kommen. Ich habe wohl immer recht, was? Ja, fast immer. Kommen Sie. Das wird hier nie was. Ich schaffe das schon alleine. Was Ihnen fehlt, das ist frische Luft und ein bisschen was fürs Auge, zum dran festhalten. Dieser Anblick sind Sie, oder wie? Wenn's hilft. Ich stehe jedenfalls zur Verfügung. So. Warum machen Sie das alles? Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht meinetwegen. Oder Ihretwegen. Geh. Okay. Also, warum? Und warum machen Sie das alles? Jetzt geht das schon wieder los. Okay, ich will es gar nicht so genau wissen. Aber irgendwie steckt doch ein Mann dahinter. Ich meine, wenn Sie einfach bloß so auf der Flucht wären, dann... Dann? Entschuldigung, ich habe nur laut gedacht. Das werden Sie so lange tun, bis Sie alles aus mir rausgekriegt haben. Ich bin eben ein neugieriger Mensch. Neugierig? Ja. Auf mich? Ja. Und wenn es so wäre? Was? Dass ein Mann dahinter steckt. Das sage ich doch. Also gut, damit Sie mich in Ruhe lassen. Ich bin verheiratet. Mein Mann ist Tunesier. Wir hatten Streit. Ich bin abgehauen zu meinen Eltern. Er wollte mich nicht fahren lassen. Als Ehefrau kriegt man nur einen eigenen Pass mit Einwilligung des Ehemannes. Deswegen. Na wunderbar. Du bist also abgehauen von Tunesien und jetzt bist du bei mir, weil du zurück willst nach Tunesien. Ach, Sie wollen sie überhaupt nicht wissen. Entschuldigung. Das Schiff fährt nach Tunesien, ja. Ich bin auf dem Rückweg. Das heißt, Sie haben plötzlich eine Sehnsucht nach Ihrem Mann gekriegt. Das glaube ich Ihnen nicht. Jeden Tag 3 Anrufe. Er kann ohne mich nicht leben. Sie und verheiratet. Warum nicht? Ein Heimchen im Berberzelt. Ganz richtig. Mein Mann ist Berber. Damit Sie es wissen. Ich mag die Leute hier. Und wenn Sie es wagen... Okay, ich habe nichts gegen Ihren Alten. Wenn Sie auf Berber stehen... Aber haben Sie schon mal an Scheidung gedacht? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Scheidung. Wenn der Mann nicht will, dann muss man sich schon in Luft auflösen. Sich verdünnisieren. Wie ein Verbrecher, verstehen Sie? Nacht und Nebel über die Grenze. Ja, es ist schon gut. Ich verstehe schon. Und trotzdem wollen Sie zu ihm zurück. Aber wie wir Sie durch den Zoll kriegen, das überlassen Sie mir. Verstehst du? Keine Angst. Ist ganz einfach. Du musst den Zöllner nur fest in die Augen schauen. Und ganz dicht bei mir bleiben. Gleich wieder da. Ich fährt's mal.
passeport, s'il vous plaît. Un moment, nous avons le camion, la voiture dans le bateau. Ah bon? C'est beau. Alors, Achtung! Wer sie wohl auf die Fähre geschmuggelt hat? Franz! Kismet! Franz, du bist dran! Bon, alors, le transport pour Tawa doit être déchargé et stocké en douane. Die Ladung bleibt erstmal fest beim Zoll hier. Wieso denn das? On s'en occupe lorsque les papiers seront arrivés d'Allemagne. Fehlen noch irgendwelche Papiere aus Deutschland? Pour le Palestine, si sans rien à faire, je vous trouverai une cargaison qui part aujourd'hui. Das ist prima. Wir kriegen heute noch eine Fracht von Ihnen. Aha, wo soll es denn hingehen? De la marchandise brute pour Bizerte. Bizerte? Dans 3 heures, il sera chargé. In 3 Stunden geht's los. Ciao. Hoffentlich. Ciao. Ciao. Sag mal, weißt du eigentlich, wie das hier ist mit Scheidung? Wie kommst du jetzt darauf? Keine Ahnung. Il mondo dietro i vetri sembra un pizzazzo sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina. Die Formel 1, Franz, kommen. Ich weiß. Geht mir nicht aus dem Kopf, wie du hier auf Scheidung kommst. Ich kenne hier einen Tunesier, der ist mit einer Deutschen verheiratet. Und die will weg. Aber er lässt sie nicht, verstehst du? Seit wann interessieren dich denn die Herzensangelegenheiten anderer Leute? Ich hab nur mal so gefragt, vergiss es. Hast du nicht etwa eine verheiratete Frau im Kopf? Ich hab gesagt, vergiss es. Okay, ich zisch ab. Wir sehen uns in Bizerta, Hotel Oasis. Roger. Roger. Solo noi, solo noi. Bugia coi tuoi, il frigo pieno ai tuoi, un calcio alla TV, solo io, solo tu, solo tu. Endlich! Ich warte schon seit Stunden. Auf was wartest du denn noch? Ich bin doch da. Dein Märchenprinz geplatzt? Oder hat er sich eine Zweitfrau zugelegt? Ist ein Nomade, wa? Du kannst es nicht lassen, ne? Nee, das dauert immer ewig, bis ich die Flöhe wieder los bin. Halt bitte an. Nein! Ich möchte aussteigen.
deine Rotznasen von mir aus ein. Ich weiß nicht, woher du kommst. Ich weiß nicht, wohin du gehst. Und jetzt mache ich auch noch einen arabischen Kindergarten für dich auf. Ach, Bizerta ist weit. Komm, gib Gummi. Also, ich wollte doch nur probieren. Den Wagen zu klauen, was? Wir hören aber der Spaß auf, du! Hab doch mal! Was, dass du wegkommst? Hau ab, sag ich dir! Hör doch schon! Der Boss, verstanden? Und keine Mädchen mehr. Ja, ja. Du hast nur eins vergessen. Ich suche einen anderen Mann. Eben. Deshalb passe ich ja auf dich auf, damit du ihn nicht betrügen kannst. Ich hätte gern zwei Zimmer, deux chambres. Ja? Aber weiß dein Alter, dass du kommst? Nein, aber ich habe keine... Dann können wir heute Abend mal richtig schön essen gehen. Danke. Votre passeport, s'il vous plaît. Non, non, pas passeport. Wir sind verheiratet. Ah, c'est votre femme. Ah ja, schwierig. Okay. Voilà. Ah, merci. Chambre pour deux. Ich hätte aber trotzdem gern zwei Zimmer. Wir wollen gern getrennt. Vous verrez, une chambre double, une belle chambre. Das hast du jetzt davon jetzt. Nimm gefälligst den Schlüssel. Merci. Du
Tut mir leid. Bei Melik werden wir nicht essen gehen. Da laufen wir todsicher den Winter in die Arme. Der wird sich sowieso wundern, warum ich nicht bei ihm im Hotel aufgetaucht bin. Wie wär's denn mit einem französischen Restaurant? Oder nein, warte. Weißt du was? Wir gehen irgendwo im Hafen essen und dann zeige ich dir das seltsamste Lokal, das du je gesehen hast. Ganz tief unter der Erde. Vollgestopft mit Tunesiern. Aber du magst ja diese Leute, hä? Ey. Frau Meerstong. Ija. Soll das ein Witz sein oder was? Hey, grinst nicht so blöde. Nimm das in die Küche und sag dem Koch, er soll es selber fressen. Ah. Das ist das Schöne an dir, dass du immer wieder auftauchst. Ich bin vielleicht erledigt. Das ist die Hitze. Und der Staub. Aber die Zugs sind wirklich schön. Und vor allen Dingen wird man nicht da und so dumm angeredet. Du warst also in den Zugs? Mhm. Tut mir leid, dass ich so plötzlich verschwunden bin. Aber ich hatte was zu erledigen. Allein? Natürlich allein. Ich habe ein Geschenk für dich gekauft. Was ist das? Nein, nein. Erst wenn du mir die Wahrheit sagst. Es gibt also gar keinen Berber. Doch. Was doch? Hatten wir nicht abgemacht, dass es meine Sache ist? Was hast du vor? Willst du ihn umbringen? Du spinnst doch. Nein, ich spinne nicht, aber ich mache mir allmählich Sorgen. Du hast einen Pass, den du nicht benutzt. Du treibst dich in einem Land rum und niemand weiß was davon. Das ist ein schönes Alibi. Weißt du was? Du liest zu viel Krimis. Ich liebe meinen Mann. Und warum bist du da nicht bei ihm? Und warum weiß er nichts davon, dass du kommst? Weil er ist im Gefängnis. Du lügst dir da einen Kohl zusammen. Ja, und wer zwingt mich denn dazu? Ich kann dir doch erzählen, was ich will. Du glaubst mir eh nichts. Weil du mir nichts glauben willst. Vielleicht habe ich was vor. Vielleicht ist es Unrecht. Unrecht nach den Gesetzen hier. Ich kann es dir nicht sagen. Du musst einfach Vertrauen haben. Wie wär's denn, wenn du mir zur Abwechslung mal vertrauen würdest? Du willst ihn aus dem Gefängnis holen. Allein? Gib mir den Pass. Du bist wahnsinnig. Und du begreifst überhaupt nichts. Du kannst es ja nicht begreifen.
Ich wollte mich entschuldigen. Ich glaube, ich habe da vorhin ein bisschen viel gefragt und so. Das liegt an dem Land hier. Das macht irgendwie misstrauisch. Du hast andauernd das Gefühl, dass du irgendwie übers Ohr gehauen wirst. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man von Zeit zu Zeit mal übers Ohr gehauen wird, ne? Mir ist kalt. Gehen wir? Nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein! Edmund, du hast gleich gefragt, Junge. Hier, le camion, où est le camion, mein Wagen, hä? Ich bring euch alle um, sag ich dir, du! Tranquillisez-vous, tranquillisez-vous. Votre camion, il est là? Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Pardon, monsieur. Alles ça va? Nix ist ça va. Die Nacht war wohl sehr anstrengend, ne? Ich bin einfach stecken geblieben, das ist alles. Stecken? Ah, so heißt das jetzt also. Sag mal, willst du mich anmachen oder was? Nee. Das ist rein freundschaftliches Interesse. Könntest du auch mehr von haben? Ja, ich weiß, ich hätte dich anrufen sollen. Ich war drauf und dran, die Landjäger zu rufen. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Schönen Dank. Ich hatte was am Kompressor und hab da... Du, jetzt hör mal mit dem Theater auf. Die ist nämlich gesehen worden, hinter deinem Lenkrad. Sag mal, ist das wirklich so ernst, dass du auf so ein Ding einlässt? Auf was denn für ein Ding?
Musst du doch wissen, ich war nicht dabei. Ja, war ich denn dabei? Und wo war ich dabei? Sag mal, tust du nur so blöd oder bist du so doof? Die ganze Stadt quatscht davon. Ja, dann quatschst du auch endlich mal davon, damit ich weiß, wo ich dran bin. Du hast keine Ahnung, warum überall so viel Polizei ist? Nein. Ach, da halte ich mal fest. Man hat die Frau von so einem Baguffenhäuptling entführt. Wenn du mich fragst, war das Scheidung auf Tunesisch. Die ist nämlich Österreicherin. Hast du gehört, die ist Österreicherin? Ja. Man hat sie gesehen, in einem Lastwagen. Und hinterm Steuer saß eine andere Frau. Wie wär's denn mit Carla? Nein. Doch. Sie hat schon mal versucht, ihre Schwester rauszuholen. Damals hat man beide geschnappt und Carla ist ausgewiesen worden. Das kann doch nicht wahr sein. Ist aber. Ich frag mich bloß, warum die ausgerechnet mit einem 38 Tonnen Sattelschlepper abhauen. Weißt du, was das Unauffälligste in der ganzen Gegend ist? Ein Sattelschlepper. È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Sag mal, findest du nicht auch, dass wir jetzt genug Zeit vertrödelt haben? Da bin ich seit langem mal wieder deiner Meinung. Na dann los! Durchschnitt von 90, okay? Wer langsamer wird, zahlt eine Flasche echten Shampoos. Roger! Gehst ja hoch ran, Roger! Solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Lieber Franz, jetzt muss ich dich schon wieder übers Ohr hauen. Tut mir leid. Aber es richtet sich nicht gegen dich persönlich. Es gibt Sachen, die kann man nur alleine regeln. Jedenfalls, solange man es mit so misstrauischen Kerlen zu tun hat wie mit dir. Vielleicht eines Tages. Aber bis dahin ist noch lange. Deshalb mach's gut. Carla. Hey, was ist los? Bist du wahnsinnig? Franz! Brauchst du Hilfe? Alles da war? Ja, alles da war. Ist was kaputt? Nee, nee, ist alles ganz. Warum hältst du denn an? Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, ich hab dir noch nie eine Flasche Shampoos ausgegeben. Sag mal, so ganz richtig kriegst du auch nicht mehr. Kann sein, aber was willst du machen? Los. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Non mi deludi mai. Lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te.